Bockige Hurensöhne, diese von Everex, was? Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everex, Olgierts Bruder. Och, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Was könntest du ihnen auch tun? Sie sind doch schon tot. Jetzt erzähl, woher du Olgierts Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgiert und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche! Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Sag bitte nicht. Du hast gesagt, du amüsierst dich gern. Zufällig bin ich deswegen hier. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge aber. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Bitte nicht. Bitte kein... Ihr wisst schon was. Bitte nicht. Hör mal, Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Oha. Ich könnte dir vielleicht jemanden bringen, dessen Körper du dir leihen kannst für diese Nacht. Ich soll von jemandem Besitz ergreifen? Ja? Sagen wir, ich stimme zu. Welchen Körper würde ich denn kriegen? Ich weiß nicht. Einen von Olgierts Männern? Oder einen Bauern, den wir bezahlen? Oh, nein, nein, nein! Ich krieg doch keinem ungewaschenen Banditen oder Schweinehirten in den Balk. Nein. Ich habe eine bessere Idee. Nein, kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Was er sagt. Oh, doch! Doch, kommt es! Auf keinen Fall. Geralt! Wach auf! Augen auf! Wo ist das Riechsalz? Bitte nicht. Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber.
Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Bitte nein. Versprich mir zu bleiben und mir den Bart zu kraulen. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wladimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? Oh Mann. Es ist seine Schuld. Bitte nein. Es ist mir eine Freude, holde Maid. Wessen? Seine, die von Olgierts Bruder. Geralt, hier ist sonst niemand. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welch Möglichkeiten. Bitte nein. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Ah, feurig. Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Hör zu, ich soll Wladimir von Everreck die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Bitte nein. Warte mal, willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht. Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe. Prächtig. Also dann, Zuckerschnecke. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Oh, but no. Ich will den nicht spielen, den Drecksack. Herr Schwede. Um ehrlich zu sein und unter uns, dieser Hexertyp ist ein grässlicher Langweiler. Nur manchmal. Ha! Wir sind vom selben Geiste. Warum gehen wir nicht kurz in die Büsche? Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Bevor Geralt in die Krypta ging, um dich zu beschwören, habe ich ihn zur Hochzeit meiner Freundin eingeladen. Meine Güte, ist dieses Glück zu glauben. Es gibt in ganz Redanien keinen besseren Tänzer als Wladimir von Everreck. Mit mir, mein Sahnetörtchen, wirst du den Abend deines Lebens genießen. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen, also treffen wir uns beim Tempel. Oh, das höre ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos. Dann sehen wir uns im Festsaal. Ach du Schande. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Weib kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Wladimir von Everreck, berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Lass uns das jetzt zu Ende bringen.
denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh, die Heuböden warten. Nun, wir waren einst mehr als Freunde. Vor langer Zeit. Ah, du wolltest es nicht zugeben, aber ich hab's gerochen. Ich kenne mich mit Menschen aus, weißt du? Wie schade. Ich hätte gut für sie gesorgt. Aber Kavaliere will dann nicht in andere Leute Gärten. Also, Hexer, auf zur Hochzeit? Gehen wir. Dann los. Ich bin direkt hinter dir. Große Schande. Grabräuber. Wollte durch den Brunnen rein, hat sich den Hals gebrochen. Der räudige Zwerg wollte also unsere Familiengruft plündern. Wie ist dieses Hexerleben denn? Diese Zeichen. Lauf zu Fuß. Die werde ich gerne mal ausprobieren. Was für Zeichen? Nimm plötzlich deine Hexerzeichen. Habe ich nie. Wie weit ist das? Oh, das kriegen wir zu Fuß hin. Könnten interessant sein. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bis Mitternacht bestimme ich, was wichtig ist. Ich erinnere mich an diese Mühle. Da sind Olgierd und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemobst. Der alte Scheiß nicht, wenn was der erzählt. Uns erwischt. Ach, die alten Lass uns schnell Zeiten. Schnell zum Fest und das sie uns bringen. Wir laufen wie eigentlich rum. Jetzt hätten wir ein Schwert in der Hand. Nö, wir kämpfen jetzt nicht. Sie ist noch nicht hier. Wir müssen warten. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch. Pass auf, was du sagst, das kann auch vielleicht. Seh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Eda, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Ja. Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich habe zufällig keine da. Ach nein? Und was ist das da? Oh nein, wir klauen nicht. Komm schon, wir leihen es doch nur. Oh, das ist genau das Richtige. Ach du Schande. Passt perfekt, wie maßgeschneidert. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Ich hab das keinen besseren Körper. Und noch das hier. Wehe. Nicht den Bart. Ah, aber die Frisur ist gut. Strecken und vierteilen soll man mich, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh, ein Schwanenhals,
Eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. So ist es. Geralt war ein schrecklicher Langweiler. Doch heute ist alles anders. Und wie, das sehe ich. Er ist nicht allzu gesprächig. Er ist ein Idiot. Doch ich werde alles wieder gut machen. Willst du meine Frau werden? Ein großer Schritt, aber ich denke drüber nach. Lass uns zur Hochzeit gehen. Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Ich dachte, er wollte nicht in... Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder. Er wollte nicht in Fremden. Kavalier und wollte nicht von Fremden. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich habe Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Wir reden später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mal anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Hier entlang, meine Erdbeere. Hallo Welt, da bin ich wieder. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit. Volle Tafeln, Speis, Trank und Geselligkeit. Und schöne Frauen zuhauf. Kann ich ihn bitte nicht stören müssen? Aber keine so schön wie du, Rhabarbertörtchen. Vorsicht vor dem Hund, Shani. Was immer im Zwinger ist, es ist so groß wie ein Pferd. Danke für die Besorgnis, aber der Zwinger ist leer. Einen solchen Menschenfresser lassen Sie frei laufen? Sind die Hochzeitsgäste gewarnt? Das sieht wahrhaftig nach einer Sause aus. So eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Und als ich jung war, haben Olgiert und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbärchen, tue ich alles. Und wird er nicht. Das ist alles nicht... Komm, machen wir unsere Auffahrt. Ich werde keinen Schritt von deiner Seite weichen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich zuerst so tun soll. Heulen oder... Heulen über oder mich übergeben. Ich glaube, ich muss mich überheulen. Ich mache eine kurze Pause und dann sehen wir uns wieder. Ich gehe mich überheulen. Ich muss zur selben Zeit weinen und mich übergeben. Ich muss mich überweinen. Wir sollten unsere Aufwartung. Schenk ihnen deine besten Manieren. Das kann ja nur schief gehen. Noch einmal, alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Ihr blamiert möge den jeder Geralt. Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Vielen Dank, aus ganzem Herzen. Und nun, genießt das Fest. Wir sind dran. Nein. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flott. Und dies ist ein alter Freund von mir.
Geralt von Riva. Nennest du nicht. Genau, das bin ich. Geralt, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten. Wegen der Bräute. Die duften vielleicht. Ich könnte glatt. Aber ja, wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Genug geschnattert. Die Zeit, sie flieht. Hast du noch einen Termin? Ich? Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen, mit den Frauen zu tanzen, ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher. Und vielleicht... Wir werden diesen Ort nie wieder betreten. Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. Wir werden als Geralt diesen Ort nie wieder... Wir werden einen großen Bogen drum machen. Das mag ich mir auf der Karte, mache ich einen großen Kreis mit einem großen Edding und falls es die damals schon gab, nehme ich einen großen Kreidestift und mache einen großen roten Kreis drum, den ich meinen werde. Können wir hier gleich auf der Karte mal gucken, können wir hier gerade hier mal um den ganzen Fluss hier, das können wir hier, die Tabuzone hier bis zu dem Hof hier, können wir einen großen Kreis drum ziehen, können wir sagen, das ist absolutes Tabuland hier, das heißt da auch nicht mehr zum Anschlagsbrett, das ist, da gehen wir auf keinen Fall mehr um, nichts mehr in der Weh, nichts mehr hin nach diesem Abend. Das ist Todeszone. Na toll. Nimm bis Mitternacht im Hochzeitsfestivitäten teil. Sehr schön. Das ist sicher. Ich hab ihn gesehen. Ein wenig fürchte ich mich vor ihm. Ist der dann dazu? Der Scheißblüter hat ihn verjagt. Die erste Frau, die er sieht. Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling. Ach, ganz genau, ja, nimm die. Was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet. Und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Luder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Nein. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan. Das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Bange. Der Verdammt. Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, ich dachte, wir wollen Festivitäten teilnehmen. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methode. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Aber gut, dann kommen wir hier weg. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun, aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind... Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali! Das Abenteuer ruft. Gut, kommen wir ja nicht weg. Das ist mir nur lieb. Hauen wir ab hier. Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Birnchen. Ich will mich weiter planen, während du rastest. Auf bald.
Wenn es ihn freut, nach Hundespuren zu jagen, das ist mir lieber als einen Feuerschluck zu suchen, als dort auf der, als dort mit ihm da Frauen zu belästigen. Solche Szenen will ich nicht mal im Spiel zeigen. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Weltens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Sieht so aus. Hey da, komm runter. Oh nein, kommt nicht in Frage. Ich liebe mein Leben. Und was jetzt? Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Auf keinen Fall. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter. Die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Das ist auch blau wie nix. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Du spielst doch hauptberuflich mit dem Feuer. Wie kannst du dich vor einem winzigen Köter fürchten? Er war ein Monster, ein Satan. Das sagst du. Und zwar als Feigling ohne Eier, mein Lieber. Oh, ich muss doch bitten. Ich bin kein Feigling. Ich bin nur vorsichtig. Was würde aus einem Feuerschlucker, der nicht vorsichtig ist? Er könnte sich den Mund verbrennen. Erraten. Das wäre geklärt. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Oh, du führst mich nicht hinters Licht. Ich kenne Typen wie dich. Also, das ist der Plan. Wir folgen diesem Weg, bis wir bei der Hochzeit ankommen. Bis dahin solltest du ausgenüchtert sein. Aber... Ruhe! Weißt du, wer ich bin? Wenn ein Adliger spricht, hörst du zu. Du weichst mir nicht von der Seite. Wir kehren zur Hochzeit zurück und dort gibst du eine Vorstellung, bei der die Gäste sich vor Freude einnässen. Kapiert? Ja. Gut, auf geht's. Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Der Angsthase. Den müssen wir jetzt zur Hochzeit zurückbringen.
Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? Das da ist zu allem. Ich wie dein Schniedel eine Zelt. Ja, ja. Ist doch nur ein Wildschwein. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei der Name. Dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerschluck-Visage sicher bei der Hochzeit. Das gibt's nicht. Das ist. Wie kann der nach so einem großartigen Style benannt sein? Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf.